So, und damit willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Ja, in der letzten Folge sind wir gestorben, weil ich mich habe von einem Runner sehen lassen, der den Klicker informiert hat. Dieses Mal stehen wir natürlich immer noch am selben Punkt und versuchen unser Bestes, was wir machen können, um dieses Mal vielleicht uns nicht sofort von einem Runner sehen zu lassen, sondern dass wir vielleicht doch schaffen, die letzten beiden Runner noch auszuschalten, bevor wir zum Klicker müssen. Und ja, mal schauen, was so passiert, ne? Vielleicht schaut er nochmal zurück, schaut er nicht zurück. Ja, ich kann zwar einerseits natürlich auf meine Erfahrung in dem Spiel schon ein bisschen zurückgreifen und weiß in etwa, wo was ist und wie ich was machen muss, aber das ist das große Problem an der ganzen Sache. Wir spielen jetzt nicht mehr auf leicht, sondern auf normal. Auch schwer spiele ich ja jetzt hier nicht. Bewusst, da wir Überleben da kurz angefangen hatten und ich da kläglich versagt habe. Wieder schnell zurück. So, jetzt haben wir nämlich nur noch einen Runner und den Klicker. Da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Ich weiß hier nämlich nicht, wie weit der Runner vorläuft, dass er uns vorhin gesehen hatte. Läuft dann unsere Richtung. Warum hat er uns jetzt gesehen gehabt vorhin? Läuft da lang zurück, läuft da lang. Ah, okay, da hat er uns gesehen gehabt. Da hat er in die Richtung geschaut gehabt in dem Moment. Ah, schnell zurück, schnell zurück. Bloß nicht sehen lassen von dem. Holy crap! Okay, ihr könnt kommen. Also er drehte sich dann hier doch nochmal wieder weg. So, wir haben hier jetzt noch mehr als genug Punkte drauf. Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. Und sind schadfrei geblieben. Das ist natürlich 1A, ist das. 1A. So sollte es ursprünglich auch laufen von Anfang an. Wir haben hier nämlich noch Munition. Aber wir hören hier auch immer noch überall Implizierte, also würde ich sagen, wir verziehen uns hier einfach. Sicher als sicher und so. Und, oh, cool, nochmal Munition. Nice. Wie viel Munition haben wir denn da? 12 Schuss, nicht schlecht. Die ist geladen. Also vollgeladen meine ich jetzt dann natürlich. Die laden wir jetzt voll. Ja, das ist nämlich dann eine Möglichkeit, um einen Runner auch mal auszuschalten. Indem ihr dem einfach mal ganz fies aufs Knie schießt. Dann könnt ihr den nämlich danach ordentlich verprügeln.
Ihr dürft einfach Runner nicht zu dicht rankommen lassen. Wenn die zu dicht dran sind, ist es automatisch vorbei. Und wir stellen die 50 ein neues Messer her. Und das brauchen wir nämlich auch noch. Okay, was ist los? Geht's dann darüber? Und alle wohl. Und nein, das war in dem Fall kein Brief. Siehst du? So, ich schalte euch jetzt auch mal Alles wieder die klar. Kamera an. Die Kamera ist natürlich die Taschenlampe. Damit ihr auch mal seht, wo wir gerade so rumlaufen. Eigentlich haben wir gesagt, dass wir auch was gesehen haben. Kurios, kurios, kurios. Wow. Dann mal los. Ja, da Gehen springen wir wir's an. natürlich nicht runter, logischerweise. Hier können wir durch. Vorsichtig. Ich finde eigentlich, das ist hier relativ hell in dem Spiel. Man braucht nicht unbedingt immer sofort die Taschenlampe. Von daher, ja, versuche ich mir das natürlich ein bisschen zu sparen. Nicht, weil die Taschenlampe irgendwie leer geht oder so weiter, sondern einfach, weil ich der Meinung bin, das versaut ein bisschen die Atmosphäre. Wenn ich hier überall permanent mit der Taschenlampe rumlaufe, klar, in so einer dunklen Situation ist Ich schön, denke, wenn wir zurück sind, aber man lassen muss wir es es erstmal nicht. ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen. Hey, du sagst es doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Aber ich war der Meinung, dass ich die Wahrung schon was habe. Scheinbar habe ich mich geirrt. Kann ja auch mal passieren. Hier ist nichts, hier ist auch nichts, und hier ist nichts. Ja, hier lag halt eine Leiche, da hoffst du halt einfach so ein bisschen nebenher hoch. Ist auch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, dass der Joel halt sehr sportlich ist, sportlich aktiv, das haben wir relativ früh schon gemerkt im Spiel, das habe ich auch schon mal erwähnt. Und natürlich auch Ellie und Tess. Ja, von daher, man muss dann schon ein bisschen vorausschauender planen, sage ich jetzt mal. Hier lang. Ich aber gerade mal. Ich möchte ja hier nichts liegen lassen. Dann wichtig ist immer, dass unsere Vorräte aufgefüllt sind. Da haben wir nämlich wieder welche. Und dass wir halt immer direkt die wichtigsten Sachen herstellen. Ich persönlich muss jetzt sagen, ich mache es nicht ganz so intensiv. Das heißt also zum Beispiel, wir könnten jetzt eigentlich noch das dritte Medikit herstellen. Das tue ich nicht. Hat aber auch einen Grund. Weil wir, wie gesagt, Alkohol und auch das. Warte, warte, warte. Nö. Alkohol und auch das. Ja, die Lumpen. Dass wir die auch nochmal anderswertig brauchen. Und dafür möchte ich das nicht so verschwenden, sage ich jetzt mal. Am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt, in der Stadt wie draußen. Da haben wir jetzt genau das, was ich haben wollte. So, und jetzt gucken wir nämlich. Jetzt haben wir nämlich die Molotow-Cocktails mit dazu. Und die finde ich mega cool.
So, und jetzt haben wir nämlich genau den Faktor, den ich meinte. Ich produziere jetzt nämlich ein. Wir haben jetzt noch einmal Lumpen, einmal Alkohol über. Und jetzt ist dann halt der Punkt, was brauchen wir zuerst? Brauchen wir zuerst wieder einen Molly? Oder brauchen wir zuerst ein neues Medikit? Je nachdem, was wir zuerst brauchen, kann ich es dann halt in dem Moment der Situation entsprechend einfach anfertigen. Hat natürlich gravierende Vorteile gegenüber der Variante, ich verblase einfach alles und produziere erstmal alles wieder. So, die Fireflies-Karte, die schauen wir uns natürlich jetzt an. Triff dich mit dem zweiten Firefly-Team im Rathaus. Mädchen 1,60, Fragezeichen, 14 Jahre alt, rothaarig. Ja, die kleine Ellie ist Keine nämlich ein Zeit. Redhead. Siehst du? Also Redhead, nicht Redneck natürlich, ne? Auch immer wichtig zu bedenken. So, jetzt schauen wir uns hier aber nochmal um. Okay, hier liegt wirklich nichts. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Die linken Analogstick leicht antippen und dich leise, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst, natürlich. Ja. Gut, die Messer sind voll. Jetzt ganz wichtig, deswegen wollte ich es dann doch lieber auf normal spielen. Ja, falls ihr euch fragt, wer da jetzt gerade vorgerannt ist, das ist Tess. Und wir sehen, hier gibt es mehr als einen Gegner. Von daher müssen wir hier extrem vorsichtig sein. Auf leicht ist das schon nicht sonderlich leicht. Doch schwer, ja, beziehungsweise auf normal ist es auch nicht viel leichter oder halt doch schon. Ein großer Tacken schwerer. Gut, damit war es dann der letzte Fehler, den wir jetzt hier gerade gemacht haben. Mann, naja, eigentlich kann man nämlich vor dem wegrennen und sich einfach verstecken. War jetzt in dem Fall ein Satz mit X, da war wohl nichts. Aber wenn ich darauf geachtet habe, dass sich dieser Klicker nochmal wieder umdreht. Jetzt machen wir mal einen ganz großen Schritt zurück. Ja, weil hier nämlich nicht nur ein Klicker ist, sondern natürlich auch normale Infizierte. Das ist nämlich der links, der die das links sitzende da. Und ja, wie gesagt, man muss halt wirklich vorsichtig sein. Ja, es gibt natürlich später dann noch andere Gegner, die ich dann auch zur gegebenen Zeit natürlich vorstellen werde. Und es tut mir jetzt zwar ein bisschen leid, dass ihr jetzt warten müsst, dass ich hier wirklich die Wege ein bisschen kenne, wie die Gegner laufen, um nicht sofort in die nächste Falle zu rennen. Aber im Endeffekt denke ich mal, es ist sinnvoller, als wenn ihr mir zuguckt, wie ich alle 10 Sekunden sterbe. Weil das bringt mich gar nichts.
ich kann nicht weiter zurück, da Tess mir absolut im Weg steht. So, und jetzt zeige ich euch noch mal was, weswegen ich unbedingt die Mollys haben wollte. So. Den Lärm lockt die an. Und normal infiziert, also ziehe ich mich hier sicherheitshalber weiter zurück. Und ja, wie gesagt, der ist jetzt zwar alarmiert, aber dafür haben wir jetzt gerade einen größeren Stapel an Klickern ausgeschaltet, um es genau zu sagen, ich glaube 3 oder 4 Stück. Wir können jetzt mit ein bisschen Vorsicht schauen, was als nächstes so kommt. Natürlich dürfen wir Ellie damit nicht verletzen, logisch. Ja, Tess, wenn du mal den Hintern wegnehmen würdest, wäre das echt schön, ne? So, es ist nicht das Interessanteste aller Fragen. Wie viele Gegner gibt's noch? Wo sind sie? Also 2 habe ich eben registriert. Weiter hinten steht nämlich nochmal einer. Ich glaube, hier im näheren Umfeld ist gerade keiner mehr. Jetzt gehen wir nämlich wieder hier in den halt mal Raum dazu rein, in den wir eben gerade schon mal reingeflüchtet waren. Was uns nur nicht ganz so viel gebracht hatte, weil dummerweise halt auch alle Gegner mit hinterhergekommen sind. Sehr schön. Wir haben jetzt natürlich den Vorteil, wir haben ja eine sehr gute Ecke, wo wir uns gut verstecken können, um zu schauen, was, wie, wo, wann und so weiter. Heißt, da hinten in der Ecke hockt er, da kommt ein weiterer Gegner an, das ist fast auf den Klicker. Also der hinten in der Ecke stehend, das ist ein Runner. Ja, also es ist nicht unbedingt immer festgelegt, dass ein Runner immer durch die Gegend rennt und der Klicker immer steht. Sondern es ist schon situationsabhängig, sage ich jetzt mal, ne? Schau ich nun mal, an wen können wir uns heranschleichen. Ich will mir nicht in die Falle laufen und den nächsten Klicker aktivieren. Denn das kann ja nicht mal ganz fix passieren. Übrigens, wenn ihr im Lauschmodus seid, lauft ihr automatisch nochmal einen Tacken leiser. Steht hier munter aktiv durch die Gegend. Ellie macht dasselbe wie mir, im Knie. Aber wir hören auf jeden Fall noch Klicker, beziehungsweise allgemein noch Gegner. Die wollen wir natürlich auch eliminieren. Hier ist einfach mal gar nichts drin. Ich kann nur gerade den Gegner nicht. Das finde ich natürlich nicht so schön.
Ich würde natürlich schon gerne einfach wissen, wo sind alle Gegner? Einer ist noch da. Da steht der zweite, den weiß ich, wo er ist. Da müssen wir nämlich hin. Das ist der Ort, wo wir hin müssen. Aber eigentlich fehlt mir noch ein Raum. Das ist noch viel wichtiger. Der müsste aber, glaube ich, auf der gegenüberliegenden Seite sein. Ja, das mit den mit den Molotow-Cocktails natürlich, klar. Das habe ich eigentlich relativ früh gelernt im Spiel, dass die eigentlich wirklich sinnvoll sind. Weil hier sehen wir es nämlich gerade, hier verkohlen nämlich die ganzen Leichen einfach. Und vor allen Dingen locken sie halt auch Schlag alle in der Nähe liegenden Gegner auch an. Das heißt, wir schlagen eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens wissen wir, wo sind noch die restlichen Gegner. Da hinten ist nämlich zum Beispiel noch einer. Und zweitens können wir so natürlich auch eine ganze Menge Gegner schon auf Schlag ausschalten, ne? Einer ist da, einer ist da hinten. Ja, bei mir ist es halt sehr umständlich oder ungünstig, besser gesagt, weil ich halt ja immer noch auf dem grauen Fernseher spiele. Das heißt also, ich sehe noch bedeutend schlechter als ihr. Fühlt man sich so richtig retro-mäßig. So, aber ob wir die letzten beiden Klicker ausschalten können oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.